Ausgabe 118. Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renner-Tipps aus den USA. Herzlich willkommen zum Top-Renner-Tipps aus den USA. Wir starten gleich ins Vertrauensvolle mit David Horsager. Er ist CSB-Speaker und hat wertvolle Tipps. Und heute geht es nicht nur ums Vertrauen, sondern auch um die Verarsche. Vom Vertrauen und Verarschen. Thomas, das klingt ja unglaublich. Was hat denn David hier für Tipps für uns? Ja, also der erste Tipp ist, arbeite an deiner Glaubwürdigkeit. Er sagt, ich finde völlig zu Recht, ja, mit Plagiaten, gestohlenen Geschichten und Wissen aus Hörensagen wirst du es nicht weit bringen. Ja. Ganz unter dem Motto, Lügen haben kurze Beine. Oder verarschen geht nicht. Geht nur kurzfristig. Das sieht man ja all den Plagiatsvorwürfen, die viele Politiker schon hinter sich haben. Gerade in Deutschland habe ich noch ein paar im Kopf. Aber ja, damit kommst du nicht durch. Das ist das Nächste. Stattdessen lohnt es sich, seine eigenen Geschichten zu erzählen. Eigene Studien und Werkzeuge zu entwickeln und zu erstellen. Dann ist es deins. Dann ist kein Problem, dann bist du glaubwürdig. Halte dich an das Prinzip des lebenslangen Lernens und nutze deine Erfahrung. All das gibt dir Tiefe, die zu deiner Glaubwürdigkeit beiträgt. Also wenn du schon 20 Jahre im Business bist, dann machst du wahrscheinlich was richtig. Ja. Auch schon nach 10 Jahren oder von mir aus auch schon nach 5. Aber weißt du, also die Erfahrung ist auch ein Teil der Glaubwürdigkeit. Absolut. Zeige deinen Kunden, inwiefern dein Wissen und deine Erfahrung für sie relevant ist. Wenn du die Studien nicht selbst erstellen willst oder das Know-how dafür nicht hast, kannst du natürlich eine Firma für Marktforschung beauftragen oder eigene Assistenten einsetzen. In jedem Fall musst du den Fragenkatalog erstellen und die Resultate auswerten und in Erkenntnisse ummünzen. Aber das gibt dann weniger Arbeit. Du kannst aber auch die Forschungsresultate von anderen nutzen, indem du dich in einem Gebiet zertifizieren lässt und dann das dann auch entsprechend deklarierst. Ja, also das sind die Resultate von so und so, oder das habe ich bei Gartner Group geholt oder so, dass du eine Quellenangabe machst. Ja, ich möchte dazu gerne eine persönliche Info geben, weil es echt mega wichtig ist, die eigene Geschichte zu erzählen. Als ich gestartet bin vor vielen Jahren, 15, 20 Jahren, habe ich auch prominente Geschichten erzählt, die nicht von mir waren, habe aber wenigstens zitiert, aber manchmal auch nicht. Und das ist etwas, das sind Startfehler, die man vielleicht einfach macht. Ich finde es sehr, sehr wichtig, alle machen Startfehler, dazu zu stehen und dann eben die eigene Geschichte zu schreiben. Warum? Weil seit ich meine eigene Geschichte schreibe, läuft mein Laden. Es ist authentisch, es ist einfach dann auch deine Energie und jeder hat seine Geschichte, jeder. Und die eigene Geschichte wollen die Menschen auch hören. Und das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, ist am Speaker-Excellence-Großkongress, 3000 Leute sind im Raum, um 11 Uhr erzählt einer die Geschichte, wo er im Hotel, ein super Hotel wollte er beschreiben und da im Hotel war das Personal so angewiesen, sogar das Buch wieder auf die gleiche Seite auf das Bett zu legen, wo der Hotelgast es gelesen hatte. Er erklärte das ganz blumig und im Detail am 11 Uhr. Am Nachmittag erzählte ein anderer Speaker die gleiche Geschichte. Das war sowas von peinlich. 3000 Menschen hörten dazu und der zweite Speaker, der die Geschichte ja kopierte, wusste nicht, dass der Speaker um 11 Uhr die Geschichte schon erzählt hatte. Und das sind dann peinliche Situationen. Und da lade ich dich ein, erzähl deine Geschichte in deinen Worten, das ist authentisch und mach dich zum wahren Magier. Und so lustig, wenn ich das ergänzen darf, diese Kopiergeschichte, also diese Geschichte, dass der eine Speaker dasselbe erzählt hat wie der vorherige, die gibt es auch in den USA. Aber da handelt es sich nicht vom Hotel mit dem Buch, das auf der gleichen Seite aufgeschlagen wurde, sondern vom Taxifahrer, der sie am Flughafen abgeholt hat und ins Hotel gefahren hat. Ist das jetzt lustig? Jetzt frage ich mich, wer welche Geschichte erfunden hat. Ja. Also die Kopiergeschichte könnte auch erfunden sein. Ja, klar. Okay, okay. Also ja, nur so zu sagen. Also je origineller es ist, umso besser. Ja.
Ja, was hat David noch für wertvolle Tipps, Thomas? Tipp Nummer 2. Beziehungen sind noch viel wichtiger, als viele glauben. Wenn Kunden zu Freunden werden, bleiben sie langfristig. Mhm. Ein guter Weg, um Beziehungen zu stärken, ist ein echtes Dankeschön. Mhm. Das geht weit über ein Like, ein Teilen und Folgen auf den sozialen Medien hinaus. Mhm. Also David verschickt als Dankeschön jedem Kunden einen Topf Honig. Echt jetzt? Ja. Er ist einer der wenigen, die das tun. Wow. Dann bleibt er auch viel eher im Gedächtnis. Ja, ich merke gerade, meine Social-Media-Beraterin hat mir auch mal Honig geschickt. Das ist mir immer noch in Erinnerung. Mhm. Stimmt. Die macht das gut und David auch. Ja. Nun, mit wem soll man eine Beziehung pflegen? Ja, mit allen möglichen. Rechts, links, oben und unten. Das sind Kunden, Mastermind-Gruppen, Freunde, Familie, Mentoren, Mentees, andere Speaker etc. Die Zeit erlaubt es allerdings natürlich nur mit wenigen eine wirklich tiefe Beziehung zu pflegen. Absolut. Für gute Beziehungen gibt uns David 2 Tipps. Erstens, gib bedingungslos. Mhm. Zweitens, sei auch Teil von Gruppen, die von Anfang an klarstellen, dass es um ein Geben und Nehmen geht. So zum Beispiel in einer Mastermind-Gruppe. Okay. Also es geht dann nicht ausschließlich darum, bedingungslos zu geben, sondern man macht schon von Beginn an untereinander ab. Hey, ja. Da soll auch was zurückkommen. Eben, das ist ja die Idee von der Mastermind-Gruppe. Ja. Er sagt, allein hat noch nie jemand etwas Großartiges geschafft. Ja. Also diese Worte könnten von Lothar Seiwert sein und von Lothar Seiwert habe ich extrem viel erhalten. Bedingungslos. Und das muss man Ihnen einfach hier ganz deutlich sagen. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Lothar, falls du diese Worte überhaupt hier hörst. Und der zweite Punkt finde ich auch gut strukturiert, geben und nehmen. Das ist energetisch grundsätzlich sehr wichtig. Ja, wow, cool. Ja, und ich meine, das ist ja auch der Grundgedanke, als die NSA, die National Speakers Association in den USA gegründet wurde, ja. Der Gründer hat gesagt, hey, wenn wir zusammenarbeiten, können wir den Kuchen größer machen. Wir müssen nicht mit Ellbogen um die Größe des Kuchenstücks kämpfen, sondern wir sollten dafür kämpfen, zwar gemeinsam, dass der ganze Kuchen größer wird. Dann gibt es auch mehr zu verteilen. Mhm. Und das ist genau der gleiche Gedanke bei der German Speakers Association, bei der GSA. Und deshalb finde ich, ist das natürlich super, wie Lothar Seiwert auch mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Und wie wir gesehen haben, jetzt auch während der Pandemie, wie viele Mitglieder der GSA einfach bedingungslos geteilt haben. Weil am Anfang war es so, oh, wie geht das mit der Technik? Was muss ich da machen? Beleuchtung, Software, boah, da waren ja auch alle überfordert oder viele. Mhm. Und da gab es ein paar, die haben da einfach gegeben. Das ist fantastisch. Und unter anderem war da auch Thorsten Jeckel dabei. Also wirklich toll. Also wer sich interessiert für das Thema Speaking, den kann ich nur wärmstens empfehlen, der German Speakers Association GSA mitzumachen, Mitglied zu werden und eben sich einzubringen. Ja, nicht nur einbringen, sondern auch eben mitmachen bei den Regionalgruppen oder auch bei den Chapters. Mhm. Geh da wieder mal hin in die Online- oder Offline-Veranstaltung und buch hier diesen Podcast, weil du entdeckst hier so viele wertvolle Tipps, das lohnt sich einfach immer mit uns verknüpft zu sein. Absolut. Und falls du es noch nicht gemacht hast, kannst du gerne auch vorherige Episoden anhören. Da hat es auch ganz, ganz, ganz tolle Tipps dabei. Unglaublich. Thomas, es ist immer wieder schön, mit dir Podcasts aufzunehmen, nicht zu drehen, sondern aufzunehmen. Hast du noch einen Schlusstipp für uns oder so? Bleib gesund. Da muss ich jedes Mal hinterher lachen, weil es klingt so einfach, aber ist wirklich so wertvoll. Bleib gesund. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, Thomas. Danke für alles und bis bald. Sehr gerne. Danke dir, Bruno. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Top-Renner-Tipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.